Ja, hi, ist Christian Schmeier, Paartherapeut, Psychotherapeut, diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Noch bis 29.02. gibt es stark vergünstigt meinen Kurs Notfallkoffer. Und die Selbstliebe-Challenge geht bald los. Und kommt zur Liebeschiff-Party, 14.03. nach Berlin. Ein paar Karten gibt es noch. Heute haben wir mal wieder eine kleine Erfolgsgeschichte, die wollt ihr immer gerne mal hören. Schickt mir gerne noch mehr, da muss es noch mehr da draußen geben. Ich weiß dann, wenn man Erfolg hat, dann macht man sich damit gar nicht mehr so befassen. Aber schreibt mir noch eine Mail. Sehr gerne. So, von Iranovic und sie schreibt: Hallo Christian, ich habe dich schon mal kontaktiert, da ich sehr viele deiner Videos schaue, dein Buch gelesen habe und dich für sehr kompetent halte. Du hast mir damals quasi sofort auf mein Anliegen geantwortet. Das war das Video Sinnlose Chats im Online-Dating. Das war, glaube ich, so um Weihnachten rum. Nun möchte ich eigentlich nur meine positive Geschichte erzählen. Nachdem ich mich extrem weiterentwickelt habe und nun begreife, was es mit Selbstliebe auf sich hat, wurde ich tatsächlich vom Universum, wie du so schön sagen würdest, für meine ganze harte Arbeit an mir belohnt. Durch meine Kindheit hatte ich Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug und hat immer versucht, den Männern zu gefallen. Dadurch war ich viel zu lange in einer Beziehung, in der wir uns auseinandergelebt hatten. Daraufhin folgte eine hochtoxische Kennenlernphase, in der ich absolut liebessüchtig war. Danach bin ich ins Online-Dating eingestiegen und hatte relativ viele Dates. 7 in 2 Monaten, das finde ich jetzt gar nicht so viel. Also man muss echt damit rechnen, dass man echt. Ja gut, wir wollen gar nicht mehr reden über Online-Dating. Okay. Unter anderem mit dem Mann aus dem Video. Mein Mindset hat sich vor allem dank dir in den letzten Wochen extrem geändert. Jetzt achte ich darauf, was mir gut tut und was ich will. Dabei steht über allem, dass ich niemanden brauche, da ich mir selbst genug bin. Der Mann aus dem oben genannten Video war der letzte kleine Test des Universums. Es kam letztendlich doch noch zu einem Date. Es kam nicht zu einem Date, du hast ihn gedatet. Ne? Allerdings war mir sehr schnell klar, dass weder Chemie noch Anziehung da sind. Noch am selben Tag hatte ich ein Date mit einem sehr attraktiven Mann. Eigentlich hielt ich ihn aufgrund von optischen Klischees für nicht geeignet für mich. Das ist das Ego, ne? Das ist echt spannend, wie das Ego, ich glaube, das Ego, da muss ich echt nochmal viel mehr zu machen, das Ego grätscht einem da sehr rein, auch im Pluspol. Man denkt ja immer, es ist immer nur Minuspol, dieses Ego, aber auch im Pluspol gibt es ein Ego, was dann festhält an irgendwelchen Details. Sehr tricky, das Ego. Sehr, sehr tricky. Trotzdem brauchen wir es. Aber gut, das wird jetzt hier alles zu weit führen. Gut. So, jedoch stellte sich beim Treffen heraus, dass er ein wahrer Goldschatz ist. Guck mal, nochmal innere Werte, ne? Und du findest ihn attraktiv. So wollen wir das doch haben. Er ist gebildet, sehr reflektiert, warmherzig in meinem Alter, körperlich sehr attraktiv. Ich sage ja immer, nehmt das volle Programm. Ich muss nicht unbedingt dann nur auf innere Werte gucken. Ne? Gibt mir niemals das Gefühl, dass ich mich verstellen müsste, um ihm zu gefallen. Nicht einen Moment gerate ich in Panik oder Zweifel an der Echtheit unserer gegenseitig wachsenden Gefühle. Wir sprechen darüber, welche Erwartungen wir an Partnerschaft haben, über unsere Charaktereigenschaften, Ängste und Wünsche. Es läuft alles wie am Schnürchen. Ganz allein halten wir uns an die Tipps seines Buches. Ja, in wirklich guten, sicheren Beziehungen braucht man eigentlich gar nicht so viele Tipps, das stimmt schon. Wir schreiben uns nur selten per WhatsApp und dann eigentlich nur, um weitere Treffen auszumachen. Keine kindischen Herzsmileys, kein warum schreibt er sie mir 2 Tage nicht? Es fühlt sich zum ersten Mal in meinem Leben alles richtig und gelassen an. Am Wochenende steht das 5. Date an. Bisher haben wir uns geküsst. Wir genießen einfach nur die gemeinsame Zeit und ich habe tiefes Vertrauen, dass sich alles richtig anfühlt und seinen Lauf nehmen wird. Ich danke dem Universum, dass es mich mit diesem tollen Mann belohnt hat. Und auch dir, Christian, in meinem Kopf hat es Klick gemacht. Gut, jetzt muss ich natürlich sagen, also tatsächlich ist es so, auch was ich von anderen höre, dass es wirklich von einer Dating-Situation auf die andere kann das oder hört das Muster auf. Es ist tatsächlich nicht so, dass es so kontinuierlich untergeht, sondern es ist tatsächlich so, dass es, also irgendwann ist es, war es der letzte
Das letzte toxische Date, sag ich mal. Und dann kommt was anderes. Das kann schon alles gut so sein. Und in einer sicheren Beziehung fühlt sich das auch von Anfang an sicher an. Und da gibt es auch wenig Triggerei, wenig Fragen. Und das hört sich tatsächlich hier so an. Das Einzige, was ich jetzt sagen würde, ist natürlich, Date 5 jetzt nicht so weit drin ist. Und ich sage ja immer wieder, man soll nichts annehmen und nichts nicht annehmen. Das heißt, es könnte der Mann fürs Leben sein und hört sich auch echt gut an. Also ich habe auch echt ein gutes Gefühl dazu. Trotzdem würde ich immer sagen, bis hierhin war alles super. Und jetzt gucken wir mal. Also schon positiven Ausblick. Aber ist ja manchmal so, wenn man so Pluspol war, dass man zu schnell denkt, so jetzt ist hundertprozentig klar, dass alles das Richtige ist. Dauert manchmal länger, als man denkt, das Ganze umzuprogrammieren in Liebe Chip. Aber hier muss ich tatsächlich auch sagen, hört sich sehr, sehr gut an. Also klopft ihr auf die Schulter und weiter alles Gute.